Tuchel setzt Weltmeister unter Druck. BVB-Trainer Thomas Tuchel erwartet von Mario Götze und André Schürrle eine Leistungssteigerung nach der Winterpause. Sie müssten weiter so hart arbeiten, wie sie es bisher getan hätten, sagte der Coach im Interview mit Sky. Götze erzielte bislang in 10 Bundesligaspielen ein Tor und eine Vorlage. Schürrle verbuchte in 7 Begegnungen 2 Assists. Bayern finanziell uneinholbar. Einem Bericht der UEFA zufolge ist dies vor allem der globalen Tragweite und der Strahlkraft der Marke FC Bayern München zuzuschreiben. Der deutsche Rekordmeister ist einer von 9 Clubs, die finanziell als uneinholbar gelten. Somit teilen sich die Münchner mit den Superclubs wie Manchester United, Real Madrid und dem FC Barcelona das Ranking. Toprak verlässt Leverkusen. Dies bestätigte der Verteidiger im Trainingslager in Orlando. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge schließt sich Ömer Toprak offenbar im Sommer dem Ligarivalen Borussia Dortmund an. Die Schwarz-Gelben könnten ihn für eine Ablösesumme von 12 Millionen Euro verpflichten. Erstes Testspiel für Hertha BSC im Trainingslager auf Mallorca und das gegen den Tabellen 18. der zweiten spanischen Liga, gegen den RCD Mallorca. Pal Dardai sah, dass die Gastgeber schwungvoll starteten. 9. Minute, Fehler Langkamp und dann Brandon für Lekic, aber Thomas Kraft mit einer starken Parade verhinderte den frühen Rückstand für die Berliner. Zu Beginn des zweiten Durchgangs wieder mal ein Fehler im Spielaufbau von Hertha. Und diesmal wird es bestraft. Fernando Cano mit dem 1:0 für Mallorca. Der 21-Jährige, normalerweise in der zweiten Mannschaft von Mallorca aktiv, mit einem platzierten Schuss zwirbelt den Ball ins lange Eck. Thomas Kraft geschlagen. Der Druck nun also da für die Hertha, aber die hatten die richtige Antwort parat. 60. Minute, Ibišević für Stocker und der gegen 2 Verteidiger und den Torhüter. Das 1:1 durch den Schweizer. Schön gespielter Konter von Hertha BSC, abgeschlossen von Valentin Stocker. Die Partie danach weiterhin eher auf mäßigem Niveau, man merkte die Strapazen der ersten Trainingstage an. Es blieb nach 90 Minuten beim 1:1 insgesamt eine gerechte Punkteteilung. Mit den Sport1 News immer up to date. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Immer noch Reus über den halben Platz, vorbei an Bonucci und rein ins Tor.